Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute soll sich alles rund um den Eyeliner drehen. Ich habe heute einen Winged Eyeliner, das ist eigentlich der Eyeliner, den ich am allerliebsten trage, für euch geschminkt, habe euch aber einfach mal so ein bisschen in die Welt der Eyeliner eingeführt. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von dieser Art sehen wollt, wo ich euch einfach mal auch so einzelne Steps ein bisschen detaillierter zeige und euch auch mal ein paar verschiedene Techniken näher bringe. Falls du meinen Kanal gerade erst kennenlernst und dir mein Content, mein Video hier gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über dein Abo freuen, denn ich habe als Ziel, bald die 500 Abonnenten zu knacken und es würde mich total freuen, wenn du auch mit zur Community bald gehören würdest. Und wenn ihr alle jetzt sehen wollt, welche Tipps und Tricks ich für euch habe rund um das Thema Eyeliner, dann würde ich sagen, bleibt jetzt dran. So, dann starten wir doch wie immer direkt drauf los. Ich habe mir heute mal hier so eine Auswahl von Eyeliner-Möglichkeiten rausgesucht und dachte mir, wir machen einfach mal so Stück für Stück, was man eben so machen kann. Vielleicht starten wir mal damit, welche Tools man so verwenden kann. Zum einen gibt es solche Liquid Eyeliner. Die gibt es in x verschiedenen Formen. Zum Beispiel hier habe ich einen von Love Cosmetics. Der hat hier so eine Spitze dran. Das sind auch die, die ich ehrlich gesagt am allerliebsten mag. Und das ist wie so eine Schwammspitze. Und die geht so richtig, läuft so richtig spitz zu. Und das mag ich persönlich total gerne. Dann gibt es auch welche mit so einem Pinselchen dran. Die mag ich persönlich nicht so gern. Vielleicht könnt ihr es auch erkennen, dass das eine Härchen hier auch schon so ein bisschen abgeknickt ist. Also wie gesagt, ich persönlich mag die nicht so gern. Aber was man eben machen kann, wenn die jetzt zum Beispiel auch so abgeknickt sind, ist, und wenn man das eben gerne mag mit so einem Pinselchen, dass man sich einfach so einen Pinsel nimmt. Ich habe hier zum Beispiel auch einen von Marc Jacobs. Der hat wirklich eine super, super dünne Spitze. Das ist auch so eine schwammartige, die mag ich auch sehr, sehr gern. Vor allem der macht wirklich super, super feine Linien. Dann könnt ihr theoretisch auch, wenn ihr zum Beispiel nur den Wimpernkranz hinten verdichten möchtet, könnt ihr auch einfach so eine Spitze oder so eine Mine nehmen. Die gibt es auch in ganz verschiedenen Festigkeitsstufen sozusagen. Und damit kann man sich eben wirklich ganz nah am Wimpernkranz auch den Wimpernkranz einfach verdichten. Man kann das aber auch ein bisschen hochziehen. Und dann gibt es eben auch einfach solche Stifte. Die mag ich persönlich auch sehr, sehr gern. Man hier auch so eine Filzstiftspitze. Und dann gibt es die natürlich auch in jeder Farbe, die ihr gerne möchtet. Typisch ist natürlich so dieser schwarze Eyeliner, den ja fast jeder, glaube ich, auch zu Hause hat und den jeder vor allem auch kennt. Dann habe ich hier auch einen Braun von Essence. Den mag ich persönlich vor allem für den Alltag auch sehr, sehr gern. Unauffällig geschminkte Augen, so einen braunen Eyeliner und dann vielleicht eine auffällige Lippe. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch einen, der hat so eine ganz helle Farbe. Der ist so, ja, bronzig, kann man fast schon sagen. Mit dem kann man sich auch einen Wing ziehen oder eben nur den Wimpernkranz ein bisschen verdichten. Dann habe ich hier zum Beispiel auch einen in Burgund von Love. Der ist auch wunderschön. Auch einfach mal so was anderes für den Alltag. Und wie gesagt, einfach die typisch schwarzen. Und bei diesen Eyelinern, die eben diese feste Spitze haben, nicht diese flüssigen Eyeliner, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Und zwar gibt es eben einmal solche hier, wie ich euch gerade schon mal gezeigt habe. Aber es gibt auch welche, die wirklich extrem weich sind und die man dann auch sehr gut ausblenden kann. Das sind so Kohl-Eyeliner. Und ja, also damit kann man dann natürlich auch wieder einen anderen Look schminken und einfach auch wieder einen anderen Effekt erzielen. Und dann gibt es natürlich auch noch die eigentlich leichteste Art, einen Eyeliner aufzutragen. Und die Art, ja, wo man sich nicht extra einen Eyelinerstift kaufen muss. Und zwar mit einem Lidschatten. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und zwar könnt ihr hierzu zum Beispiel so einen leicht abgeschrägten Spitzenpinsel verwenden. Geht einfach in das trockene Puder rein und zeichnet euch euren Wing oder euren Liner einfach nur an. Oder ihr könnt ihn auch nass machen. Und dann habt ihr auch wiederum den Effekt wie mit einem flüssigen Eyeliner. Also ihr macht den Pinsel nass, zum Beispiel mit einem Setting Spray. Und dann geht ihr einfach in das Puder rein und macht dasselbe. Und das wird dann auch richtig fest und hält wirklich auch den ganzen Tag. Also das sind wirklich so die verschiedenen Tools, die man halt verwenden kann. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch einfach mal mit so ein paar verschiedenen Arten, wie man eben seinen Liner
ziehen kann. Eine sehr einfache und auch sehr, sehr schöne Art ist einfach wirklich nur den Wimpernkranz zu verdichten. Ich habe jetzt hier einen Liner von Marc Jacobs. Der hat so eine ganz, ganz dünne Mine, so ähnlich wie auch diese Augenbrauenstifte. Und mit diesem Stift fange ich immer hinten an. Ich fange sowieso immer hinten an mit meinem Liner und dann gehe ich ganz, ganz nah an den Wimpernkranz ran und ziehe ihn wirklich nur so ganz in ganz kleinen Strichelchen vor. Ich habe so ein bisschen das Problem, einfach auch aufgrund meines Alters, dass meine Augenlider so ein bisschen wabbelig sind. Ne? Ihr könnt auch sehen, jedes Mal, wenn ich da reingehe, dass sich dann einfach meine Haut so mit vorzieht. Und was man da machen kann, ist, dass man das einfach hinten so ein bisschen streckt. Ihr solltet das auch nicht allzu doll strecken, weil ihr sonst einfach nicht mehr die Kontrolle habt, wie dick das sozusagen wird. Und dann male ich einfach wirklich ganz nah am Wimpernkranz mir diesen Liner an. Was man jetzt auch sehen kann, ist, dass der so ein bisschen verwischt ist. Und was man dann eben auch machen kann, ist, dass man sich hier mit so einem ganz dünnen spitzen Pinsel reingeht und sich das einfach nochmal so ein bisschen verblendet. Und damit habe ich mein Auge schon gleich ein bisschen gezogen. Wenn ich jetzt noch Lidschatten aufgetragen hätte und so weiter, dann würde das natürlich auch nochmal ein bisschen einen anderen Effekt geben. Das ist ganz klar. Dann zeige ich euch jetzt auch nochmal den Auftrag mit so einem ganz weichen Cool Eyeliner. Der hier ist von Maybelline. Das ist der Lasting Drama Sharpenable Pencil von Maybelline. Und das ist wirklich so ein richtiges Schwarz einfach. Und ich würde jetzt einfach mal hier oben drüber gehen, damit ihr auch seht, was das einfach für ein Unterschied ist. Ich ziehe mir dafür auch mein Auge wieder so ein bisschen nach hinten. Der ist jetzt auch nicht angespitzt. Das heißt, ich habe jetzt natürlich auch eine etwas stärkere Linie auf der Stelle. Und dann kann man sich das zum Beispiel zum einen noch nach vorne blenden, aber auch nach oben oder zum Beispiel auch ein Stück nach hinten. Ihr könntet euch das auch zum Beispiel zu einem Wing blenden. Seht ihr das? Und das ist wirklich sehr, sehr einfach gemacht mit diesem Stift. Der Nachteil an diesem Stift ist, finde ich, dass er einfach so sehr schmiert, ne? Dass man ihn dann einfach auch fixieren muss, weil wenn ihr ihn nicht fixiert mit einem zum Beispiel schwarzen Lidschatten, dann läuft die Gefahr, dass es dann hier nach oben kommt und da einfach so festklebt. So, und das wäre jetzt einmal der Effekt, den ich hätte, wenn ich mir meinen Eyeliner bis nach vorne ziehe und vor allem auch sehr dick mache. Ihr könnt vielleicht erkennen, dass ich dann kaum noch Lid habe. Ne? Hier sieht man noch ein bisschen was vom beweglichen Augenlid. Hier ist es einfach nur schwarz. Das lässt mein Auge auch sehr klein wirken. Und jetzt seht ihr auch, warum ich eben häufig einfach nur bis zur Mitte arbeite und auch sehr, sehr dünn nur arbeite. Falls es euch jetzt so wie mir hier passiert, dass ihr so ein bisschen schmiert und ihr habt noch nicht so viel Make-up aufgetragen, dann nehmt ihr euch einfach so ein Make-up-Tuch und geht einfach einmal hier hinten lang und zieht es so hoch. Und was man damit machen kann, ist, dass man zum Beispiel auch den Wing etwas anspitzen kann, zum Beispiel hinten oder einfach auch ein bisschen abschneiden. Und mit diesem Stift hier zum Beispiel, ich will euch einfach nur mal zeigen, wie das Ergebnis aussieht, wenn ich das hier anwende. Der ist auch sehr schön weich und den würde ich zum Beispiel auch zunächst einmal hier hinten ansetzen und mir das einfach ganz nah an den Wimpernkranz malen. Hier das Schöne ist, dass man den eben auch einfach bis vorne ziehen kann, weil er eben nicht so dunkel ist, ne? Wie jetzt der schwarze eben. Und den kann man zum Beispiel, wenn man möchte, auch ein bisschen verblenden. Man kann ihn theoretisch auch als Lidschatten verwenden. Ihr könnt es einfach übers ganze Lid geben und das dann so ein bisschen verblenden noch. Vielleicht noch mit einem klein wenig Puder setten. Und das, finde ich, macht auch einen sehr, sehr schönen Effekt. Das wäre jetzt wirklich ein einfacher Eyeliner. Was man auch sehr schön machen kann, ist eben, wie gesagt, mit der Palette. Und da zeige ich euch jetzt mal auch zwei verschiedene Techniken, die ich auch gerade schon mal erwähnt habe. Das eine ist, dass ihr einfach mit diesem Pinsel hier reingeht, mit diesem sehr spitzen, abgeschrägten Pinsel. Und dann nehmt ihr euch einfach irgendeine Farbe, auf die ihr Lust habt. Ich nehme mal diese Farbe hier, die ist schwarz und hat so einen leichten blauen Schimmer. Und ich nehme die einfach hier nur auf die Spitze des Pinsels auf, also auf diese flache Spitze, wenn man so möchte. Staub es auf jeden Fall ganz gut ab und dann gebe ich mir das jetzt einfach mal oben drauf auf meinen anderen und ich fange auch hier wieder einfach ganz hinten an
und ziehe mir das so ein bisschen vor. Und es funktioniert wirklich so gut einfach. Und das Schöne ist, wenn ihr ein Puder nehmt, also ein, ja, einen Lidschatten in dem Fall, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das so ein bisschen mehr smooth zu machen, also das so ein bisschen weicher auch zu zeichnen, weil ihr euch das ja auch schön verblenden könnt. Oder was ihr eben auch machen könnt, ist, dass ihr euch damit auch den Wing anzeichnet, und hierfür setze ich einfach einmal so schräg an und ich orientiere mich immer dann am unteren Augenlid und führe das eben fort. Und da habe ich manchmal auch ja einen etwas höher angesetzten, manchmal geht es auch ein bisschen flacher. Das ist einfach auch ein bisschen, wie ich Lust habe. Und meistens habe ich dann auch so Orientierungspunkte, zum Beispiel das Ende meiner Augenbraue, dass ich halt quasi die Spitze so ansetze, dass ich das Ende meiner Augenbraue erreichen würde. Oder dass ich wirklich mein unteres Augenlid, meinen unteren Wimpernkranz weiterzeichne, würde ich es ein bisschen höher ansetzen. Oder auch einfach dazwischen, je nachdem, wie ihr möchtet. Also da sind wirklich eurer Kreativität und euren Wünschen überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt den Wing lang machen, ihr könnt ihn sehr schmal machen, ihr könnt ihn auch mega fett machen. Wenn euch das gefällt, dann macht das einfach. Beim Make-up gibt es überhaupt gar keine Regeln, außer vielleicht die Foundation-Farbe. Hier, ne? Völlig übertrieben, der Wing. Ganz, ganz einfach. Und ich persönlich, wenn ich mir einen Wing zeichne, egal mit welcher Technik, mit welchem Tool ich das mache, ich setze immer hinten an und ziehe es mir dann nach vorne. Also ich fange jetzt nicht an, hier irgendwie Strichelchen zu zeichnen, ne? So wie das, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr viele machen, sondern ich gehe wirklich und ziehe es einmal so durch. Was man auch machen kann, ist, dass man eben sein Wing, und ich nehme jetzt dafür einfach mal so einen flüssigen Eyeliner, dass man den, gerade wenn man hier so eine fette Falte hat wie ich, dass man den eben daran anpasst. Das habe ich heute, habe ich auch schon mal häufiger bei TikTok oder so gesehen. Ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert, aber wir probieren es jetzt einfach mal zusammen. Und zwar setze ich meinen Wing wieder hinten an und gucke aber geradeaus in den Spiegel. Also normalerweise gucke ich ja so, damit mein Augenlid gestreckt ist. Ich gucke geradeaus in den Spiegel und zeichne erstmal oben eine Linie an. Ja, so wie ich quasi, ich habe den jetzt relativ fett gemalt, zeichne mir die Linie mit leichter Hand oben so an, wie der Wing sein soll. Und unten verbinde ich mir das dann auch. Und wenn ich jetzt nach unten schaue, seht ihr, dass der Wing geknickt wäre. Und jetzt ist der Trick folgender, dass man bis zu dieser Falte geht, das bis hierhin weiterzeichnet und der dann hier unten so abgeknickt ist. Dann hat man, wenn man geradeaus schaut, einen sehr schönen Wing. Und wenn man nach unten schaut, sieht der einfach so ein bisschen anders aus. Ich würde mir das jetzt hier nochmal ein bisschen gerade zeichnen. Jetzt habe ich, wie gesagt, wenn ich geradeaus schaue, den perfekten Wing. Und wenn ich nach unten schaue, habe ich ja so einen, weiß ich nicht, wie so einen Flügel von einer Fledermaus oder so. Mein Fall ist es persönlich nicht. Mir ist der Wing auch viel zu fett. Aber das ist einfach nochmal so eine andere Art, wirklich den Wing zu zeichnen. Einfach auch ganz interessant und einfach auch mal eine Technik, die ich euch zeigen wollte. Jetzt zeige ich euch auch nochmal die Technik mit einem Puder, zum Beispiel einem Lidschatten, wo man den Pinsel halt ansprüht, wo man sich den flüssigen Eyeliner quasi selber schafft. Und zwar nehmt ihr einfach irgendein Setting Spray. Ich habe jetzt hier eins von Essence, das Keep It Perfect Setting Spray. Das mag ich so als Setting Spray persönlich nicht so gern, aber dafür ist es ganz gut. Und dafür sprühe ich einfach den Pinsel ein-, zweimal an und kann dann auch schon fühlen, dass er schon flüssig ist, dass er schon feucht ist. Jetzt gehe ich einfach in meinen Lidschatten rein. Und das funktioniert wirklich auch richtig, richtig gut. Ich könnte mir jetzt hier auch meinen Wing zeichnen, ne? Auch hier, ich setze wieder oben an, setze die Spitze dahin, wo ich sie haben möchte und ziehe es dann einfach runter. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr das unten auch verbindet. Hierfür ziehe ich mein Lid auch wieder so ein bisschen nach oben, setze meinen Pinsel an und zeichne mir in meinen Wimpernkranz wieder auch die schwarze Linie. Um es noch katziger zu machen, kann man seinen Eyeliner auch am vorderen Teil noch verlängern. Das ist dann dieser Foxy Eye Look, der auch ja, zumindest sehr modern war eine ganze Zeit lang. Und zwar setzt man sich einfach hier vorne
noch auf die Spitze direkt vorne rauf, auch nochmal wie so einen Wing. Und den zeichnet ihr eigentlich auch nur nach unten. Ja, also den würdet ihr jetzt quasi spiegeln von dem hinten. Das ist dann so ein richtig schöner Foxy Eye Look. Auch sehr, sehr hübsch, sehr, sehr schön. Macht euer Auge, obwohl ihr hinten das so ein bisschen lang zieht und das dadurch natürlich irgendwie eigentlich kleiner wirkt, finde ich, macht das das Auge optisch auch noch mal ein bisschen größer. Kann man natürlich auch sehr gut mit solchen Filzstiften machen. Das kann man auch machen. Einfach zwei übereinander gelegt. Ihr könnt damit wirklich machen, was ihr wollt. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, was habt ihr damit vor, wo wollt ihr damit hin. Mir persönlich ist das jetzt natürlich auch wieder ein bisschen zu dick. Und dann kann man natürlich auch sehr künstlerisch werden. Und zwar könnte man zum Beispiel einfach auch diese Spitze nehmen und könnte sich an dem verlängerten Wing, den kann man jetzt noch ewig lang ziehen, ne? Und da eignen sich wirklich auch diese Filzstiftspitzen, finde ich, am besten, vor allem die, die so ganz dünn sind. Und dann könntet ihr einfach sowas machen. Ein, ja, auffälliger Look, ein ganz, ganz anderer Look. Ihr könnt euch auch das direkt in die Falte zeichnen. Ihr könnt euch einen Schmetterling malen. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt, ne, ich gehe jetzt mal hier meine Falte rein. Habt ihr, ja, einfach mal was ganz anderes. Ich finde deswegen Eyeliner auch wirklich so schön und deswegen fand ich auch die Anfrage so schön, ob ich euch mal zeigen kann, was man mit einem Liner alles machen kann. Ich würde jetzt mal tatsächlich mein Gesicht schminken und würde euch nochmal zeigen, wie ich meinen Signature Wing zeichne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, Make-up ist drauf und ich habe jetzt auch schon mal ein Auge geschminkt, damit wir sehen, wie das Ergebnis aussehen soll. Und ich habe heute wirklich einen ganz einfachen Augenlook geschminkt. Und zwar habe ich mir nur einen Bronzer genommen. Und den trage ich mir einfach mit einem großen, fluffigen Blenderpinsel. Der hier ist von BH aus einem Set mit der Nummer 5. Und den trage ich mir einfach nur ganz grob in meine Lidfalte auf. Und jetzt nehme ich mir meinen Eyeliner und ich habe hier heute einen von Caradium. Das ist eine koreanische Marke und der hat eben auch diese ganz dünne Filzstiftspitze und die kann man wirklich sehr dünne Linien zeichnen. Das ist ein richtig toller Stift. Der ist waterproof, der trocknet auch sehr schnell runter, also man muss sich auf jeden Fall beeilen, wenn man den benutzt. Ihr bekommt aber auch wirklich super tolle in der Drogerie. Ich werde euch einfach mal unten auch ein paar Produkte verlinken, die man auch einfach gut verwenden kann. Und heute ist mein Eyeliner so ein bisschen, also der geht nicht so steil sozusagen, sondern der ist ein bisschen flacher, ne? Das heißt, ich habe mich einfach hinten an meiner Augenbraue orientiert und das machen wir hier jetzt mal auch. Das ist natürlich ein bisschen auch Übung, dass man das auch so hinkriegt, dass es auf beiden Seiten gleich aussieht, ne? Ihr könnt auch, um auf Nummer sicher zu gehen, zuerst euer Augenlook schminken und danach euer Make-up. Ich persönlich schminke immer gern erst mein Make-up, mein Gesicht, meine Base, weil ich ja, dann nicht so aufpassen muss bei den Augen. Aber das ist einfach auch jedem so ein bisschen selbst überlassen. Und ich setze, wie gesagt, immer einfach nur meine Spitze hinten an und ziehe es dann so durch. Ich orientiere mich hinten an meiner Augenbraue, setze ihn hinten an, setze ihn auch nicht so an oder so, sondern ich setze ihn auch in dem Winkel an, wie ich ihn auch zeichnen möchte. Strecke mein Auge auch so ein bisschen immer nach unten. Ich schaue also dabei nach unten und dann ziehe ich es durch. Ich kann dabei aber nicht reden, deswegen mache ich gerade noch nichts. Und hier vorne fülle ich dann einfach nur auf. Und dann kann man auch hier vorne einfach noch so ein bisschen vorgehen. Ich gehe immer meistens so maximal bis zur Hälfte und zeichne mir dann hier noch eine dünne Linie an, die ich dann hinten verbinde. Und dann haben wir schon zwei Wings. Ganz einfach, ganz schnell. Ja, und das ist auch eigentlich schon der ganze Schnack. Ja, also ich finde persönlich den Wing nicht so kompliziert wie viele andere. Was natürlich manchmal eine Herausforderung ist, ist die Höhen und die Winkel der zwei Wings auch wirklich anzugleichen. Ich würde mir jetzt nochmal Mascara und einen Lippenstift auftragen und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Endergebnis, was ich persönlich dann auch immer am allerschönsten finde. Bis gleich. So, der Look ist fertig und ich habe es heute wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Ich habe jetzt einfach Mascara aufgetragen, habe ich einfach so ein bisschen noch nach außen gezogen. Das verstärkt auch nochmal so diesen katzigen, diesen Look, den ich mir eh schon kreiert habe. Das mag ich persönlich sehr, sehr gern. Meine Lippe habe ich heute zur Abwechslung mal sehr
einfach gehalten, nicht so auffällig, aber ich finde, so ein Look kann man wirklich wunderbar mit einem starken roten, lila, braunen oder wie auch immer, was euch auch immer gefällt, was auch immer ihr drauf Lust habt, Lippenstift tragen. Lasst euer Fantasie freien Lauf. Lasst mir auf jeden Fall sehr gerne auch ein paar Kommentare da. Schreibt mir vielleicht doch mal, ob ihr häufig auch einen Eyeliner tragt, ob ihr einen Winged Eyeliner tragt, ob ihr auch gerne einfach mal rumspielt, welche Farbe ihr auch am liebsten verwendet. Lasst dem Video super gerne auch ein Like da und falls ihr möchtet, könnt ihr auch gerne nochmal in eines der Videos, die ich euch hier irgendwo einblende, auch gerne nochmal reinschauen. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt wie immer sehr bei euch fürs treue Zuschauen bis hierhin. Freue mich schon sehr aufs nächste Video gemeinsam mit euch. Und bis dann sage ich erstmal bis bald. Bye bye.